So, meine lieben Kinderchen, da draußen, wir spielen mal eine Demo, und zwar auf ein Spiel, worauf ich total warte irgendwie, das kommt nächstes Jahr raus. Und ich glaube, das haben schon einige gespielt, die Demo, und vielleicht kennt das der eine oder andere auch schon. Aber wie gesagt, das kommt erst nächstes Jahr aus dem Spiel. Das möchte ich spielen, weil mich erinnert so ein bisschen an Unravel, von der Schönheit her und von der Gruseligkeit von Attack on Titan. Rumble, the Mountain King, die Demo-Version. So. Probieren wir es mal aus. So, wir haben natürlich kein, warum muss man Gamecap? Muss man das mit dem Ding spielen? Nein, man kann das bestimmt auch mit Tastatur und Maus spielen. Ich will mir das nicht anders vorstellen, das wäre der Hammer. So. Ein kleiner Fraggle ging hinaus. In die weite Welt. Raus. Wohl tags geworden, war? Dann verwandeln sich Trolle immer zu Stein. Ob sie noch Stein bleiben und tot bleiben dann? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, er hat Glück gehabt, wa? Sonst wäre er aufgegessen worden. Ja, achso, wir sollen da jetzt laufen. Alles klar, machen wir. Machen wir. Können wir hüpfen? Geil, Alter. Nicht schlecht. Die Grafik sieht ja wohl mega mördergeilmäßig aus, ne? Guckt euch das mal an hier. Die Pilzsporen einfach, ne? Ich schwöre, dieses Spiel. Hammer. Das sieht ja richtig übertrieben geil aus, die Grafik. Alter Schwede. Leck mich am Arsch. Ich glaube, auf der PS4 wirst du so etwas nicht spielen können. Boah, wie detailliert einfach. Krass. Mit dem Licht und so und diese Sporen, die da rumfliegen und dann diese dicken Sporen, die direkt vor der Kameralinse rumfliegen, die Pilze, Alter, sieht das geil aus. Press Dings to jam. Jam, jam. Hopp. Wir sind frei. Oh, guckt euch mal die Blumen an. Heftig, Digga. Das sieht total echt aus. Ich bin total begeistert, Alter, ehrlich. Boah, kann ich schlagen? Boxen, Kickbox? Ich fühle mich wohl. Die Musik und die Blumenwiese. Schmetterlinge. Kleine Wichtel. Aber stopp einmal. Sorry, das Audio ist unendlich laut. Boah. Bisschen kann man ja anlassen, ist ja schön. Aber guckt euch mal die Rehe im Hintergrund an, Digga. Boah, da ist ein kleines Häuschen, ach wie niedlich. Oder nee, war ein Troll. Ein vergammelter Apfel. Oh, was sind das denn da für kleine Piepmätze? Wir schnell laufen. Oh, schlagartig ist die Musik weg. Und da ist Mr. Eagle. Auf Mr. Eagle kann man reiten, denn Mr. Eagle wird gegen jeden kämpfen können. Mr. Eagle ist so etwas wie ein Panzer. Wie ein alter, starker Sherman. Okay. Hallo mit. Ach, das ist. Guck mal, da ist ein Wichtel drauf. Hello. Ach nein, ist das süß. Kann ich mitkommen? Oh ja! Mr. Eagle geht. Oh, guck mal, hier mit so einem Wurm als Leine rum. Ist das nicht geil gemacht? Kann Eagle auch hüpfen? Nee. Return. Da kann ich wieder runter vom Eagle, wa? Aber ey, was hat das jetzt zu bedeuten, dass ich auf dem Igel reiten kann?
Voll geil. Steckt er hoch? Ja, mit Sicherheit. Das ist Open Vault. Ne, Miss Eagle ist so fett. Okay. So. Dankeschön. Das war nett mit euch. Mr. Igel und kleiner Zwerg, da di da di da di ja. Oh. Direkt tot. War wahrscheinlich 1000 Meter tief das Wasser. Ja, dass man sowas nicht überspringen kann, ne? Normalerweise wird so ein Igel, wird so ein Wicht wie uns fressen. Alle. Alter, was? Ich denke mal, ich soll über die scheiß Reserosen gehen hier, aber... Amy, es wäre nicht möglich. Wahrscheinlich muss ich so ein bisschen mit dem Igel reiten, oder was? Wie doof. Echt jetzt? There is no way out from here. Kann der Igel schwimmen? Ja, mit Sicherheit. La 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 la. Guck mal, der kleine Igelarsch. Krank. Wieder return drauf. Wollen wir doch gar nicht return. Ne? Ich will weiter schwimmen hier. Solange der Igel hier nicht vom großen Hecht gefressen wird. Krank, Alter, das ist ja wohl heftig. Ah, dass die Musik so schlagartig aufgehört hat, ne? Mhm. Und da sind wir wieder. Ich denke mal, da kommt Mr. Eagle nicht hoch. Und dann, yep, na komm, return. Return. Und da sind wir wieder. Auf den Wiesen Gottes. Mit den schönen Kleeblättchen. Und der schönen Umgebung. Und wieder Wichteln. Hallo Wichtel. Na? Hey, nicht du. Du bist auch ein Wichtel. Ja, nein, nicht jetzt. Ah! Warte. Das sind ja Löwenzähnchen. Die denkt mal, die Demo bietet einfach nur erstmal so zu sehen. Leute, das ist eine hammergeile Grafik. Kauft euch dieses Scheißspiel. Alter, die Pusteblumen hier. Wie... Ah, das, die laufen weg. Das sind auch Wichtel. Hey. Bleib stehen. Ich fange euch alle ein. Hallo. Hallo, hallo. Oh Gott! Bis hierhin! Hallo Fremde, der Freund oder Feind? Wir müssen wahrscheinlich irgendwie wecken. Ich denke mal, wir müssen die ganz kleinen Wichtel unter seine Nase hintreiben, damit das kitzelt in der Nase und dann wird er wach. Lauf dahin, wo ich das möchte, dass du hinläufst. Hast du verstanden? Hey, will er mir jetzt helfen? Oh, der ist ja lieb. Oh. Was für ein lieber Geselle. Hallo Wichtel. Ach, was ist denn los, mein Schatz? Was ist da? Ah ja, der Opa Wichtel.
laufen. Die tanzen Pilze um, ich lach mich statt. Nein, ist das cool gemacht. Hey, wer bist du denn, du kleiner Wicht? Hallo! Ein Pickup! Return! Kann ich hier nicht hoch, Salope? Er lenkt mich jetzt an meine Hand. Warte. Ja, warte. Was ist denn hier für eine Verwurzelung? Use left control CR to crouch. Ich mag das immer nicht, weil da kommt man so schlecht ran mit seinen kleinen Fingern. Also wenn nach mir ginge, würde ich das ändern. Oh, guckt euch mal diese kleinen Viecher hier an. Was ist das denn Schönes? Seid ihr auch kleine Wesen? Nein, seid ihr nicht. Oh, zurückgehalten? Ja, Vorsicht, 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 Vorsicht. Vorsicht, sonst darfst du gleich wieder crouchen. Vorsicht, Vorsicht, wie das aussieht. Wie eine Porzellanpuppe. Oh, da lebt. Yay! Hallo, Opa! Na? Oh, Enkelkind, auf dich hab ich schon lange gewartet. Jetzt werde ich dich essen, du kleiner Fratzen. Nam, nam, nam. Dankeschön, dass du nicht, dass ich jetzt sterben darf. Er ist ein Pädophiler, weißt du? Ja. Oh! Jetzt wird mir böse. Ich will ein bisschen tanzen, die Musik kommt, oder? Ja. Soll ja so ein bisschen nordische Mythologie angehaucht sein, das Ganze. Und tschüss. Also, man lerne, es wird Musik gespielt und der kleine Wicht geht ab wie eine Tüte Mücken. Er weiß ja nicht mehr, was er tut. Boah, voll so ein Baumstamm reingeslidet. Boah, ist es hier dunkel. Aber das Licht wird mich leiten. Kann ich es mitnehmen? Jo. Licht, 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 Licht. Das ist nicht sehr hell, ne, unbedingt. Ah, guck mal, so macht man, dann sieht man mehr. Wir schaffen einfach. Alle! Oh Gott, es bricht ein! Oh, das war mein Geld. Alle! Oh Gott, es bricht ein! Alle! Wir bauen so einen kleinen Mini-Brücken! Ach du Scheiße, sie bewegt sich! Hüpfen, Junge, hüpfen! Es ist die Hölle hier! Ah! Wie soll ich mich daran festhalten, Digga? Kann ich mich festhalten, irgendwie? Ja! Yeah! Und nun? Und nun? Aha. Ah! Hoppa, hoppa, Reiter! Tomji, kommt dein Schreiben! Okay, kann man das irgendwie ein Schaukeln simulieren? Wow, schafft man aber gerade so, ne? Na ja, sollen wir gerade halten? Wo sollen wir hin? Oh, hier hoch? Hier hoch? Da ist ein Kind. Ah! Warum sieht man nichts?